Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 13 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute soll es um Cordelia Edwardson gehen und ihr Buch Gebranntes Kind sucht das Feuer. Dieses Buch ist herausgekommen auf Schwedisch 1984. Auf Deutsch 1986 und ist jetzt wieder neu aufgelegt worden, 2023, mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Eine ganz besondere Autobiografie, die wie alle autobiografischen Erinnerungen von Opfern des Dritten Reiches, des Terrorregimes der Nationalsozialisten ans Herz geht. Und diesmal auch besonders, denke ich, weil es sich um ein junges Mädchen handelt, eine Jüdin, 1929 in München geboren, deren Mutter eine berühmte Schriftstellerin ist, die einige von Ihnen kennen werden, Elisabeth Langesser. Und dieses Mädchen, das nach den Nürnberger Rassegesetzen eine Jüdin ist, wird von ihrer Mutter aufgegeben und kommt dann mutterseelenallein nach Theresienstadt und Auschwitz und überlebt dort. Sie kann das Lager Auschwitz todkrank verlassen, kommt nach Schweden, emigriert dann für viele Jahre nach Israel und kehrt dann schließlich wieder nach Schweden zurück. Und in diesem Buch, eben 1984, 86, herausgekommen, schildert sie eben ihre Erlebnisse in den Lagern. Und das ist sehr, sehr anrührend geschrieben und hat ein großes Furore dann auch hervorgerufen in Deutschland, weil diese Seite der berühmten Schriftstellerin Elisabeth Langesser kannte man nicht. Und das hat eine große Fassungslosigkeit auch in Deutschland hervorgerufen. Ich habe selbst dieses Buch schon 1987 in die Hände bekommen. Ich habe damals für einen sehr politisch aktiven Redakteur gearbeitet, der fürs Fernsehen eine Dokumentation über Demokratie im Land Baden-Württemberg verfasst hat. Und Dr. Klaus Simon hat mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Und so habe ich es schon 1987 gelesen und war wirklich wie vor den Kopf gestoßen angesichts dieses Schicksals. Und eben auch der Verblüffung, die man bei der Lektüre erhält, weil diese Tochter Cordelia Edwardson, die von ihrer Mutter wirklich sozusagen im Stich gelassen wurde und allein mit 15 Auschwitz überleben musste, nicht böse über ihre Mutter spricht. Sondern auch versucht zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Sie hat sich, wie man sich vorstellen kann, nie erholt von diesem entsetzlichen Trauma, von der Mutter verlassen zu werden. Und ihr ganzes Leben nach 45 ist eben auch geprägt von diesen Verlusterlebnissen, von diesen Enttäuschungen, von diesen Traumata, erlebt in den KZs, und von verschiedenen Personen.
Also, zunächst möchte ich Ihnen etwas erzählen über die ganz allgemeinen, über Ihre Biografie, bevor wir uns dann genauer mit dem Autobiografie Gebranntes Kind sucht das Feuer beschäftigen wollen. Geboren wurde Cordelia Maria, später Sarah Edwardson, am 1. Januar 1929 in München und gestorben ist sie am 29. Oktober 2012 in Stockholm. Sie war die uneheliche Tochter der berühmten deutschen Schriftstellerin Elisabeth Langesser und eines jüdischen Staatsrechtlers namens Hermann Heller, der verheiratet war und seine Familie nicht verlassen wollte. Cordelia wächst dann bei der Mutter und der Großmutter und einem Onkel in Berlin auf, zunächst in Siemensstadt, und dann heiratet Elisabeth Langesser, ihre Mutter, 1935 einen Deutschen, Wilhelm Hoffmann, der Cordelia aufnimmt, ihr 1936 seinen Namen gibt und die Mutter auch nach den Nürnberger Rassegesetzen nicht aufgibt, der sich zur Mutter bekennt und dadurch auch beruflich Verfolgung erlebt. Die beiden, Elisabeth Langesser und Wilhelm Hoffmann, leben in einer sogenannten privilegierten Mischehe, denn Elisabeth Langesser ist auch väterlicherseits jüdischer Abstammung. Hoffmann wird entlassen und muss schließlich bei der Organisation Todt arbeiten, als Intellektueller, als Philosoph, als katholisch-theologisch geprägter Mensch, also in einer Organisation, die damals dann von Albrecht Speer geleitet wurde, Albert Speer geleitet wurde, und an die Organisation Todt, die sich beschäftigte mit Baumaßnahmen für den Schutz- und Rüstungssektor. Die Mutter bekam, Elisabeth Langesser, bekam auch Berufsverbot, musste in der Munitionsfabrik arbeiten. Sie erkrankte dann schon 1942 an Multiple Sklerose und ist daran auch 1950 gestorben. Cordelia Edwardson musste ab 1941 den Judenstern tragen und zog dann ab 41 von Bekannten zu Bekannten, um die Familie Hoffmann Langesser nicht in Gefahr zu bringen. Alle Versuche der Eltern, sie zu schützen, schlugen fehl. Elisabeth Langesser und Hoffmann haben mehrere Versuche gestartet, um Cordelia zu schützen. Es gelang ihnen nicht. Ganz zum Schluss haben sie versucht, 1943 Cordelia an ein spanisches Paar zur Adoption freizugeben. Diese Adoption ging sozusagen schon durch. Und Cordelia bekam einen spanischen Nachnamen, aber Cordelia Garcia Scovart. Aber die Gestapo lud nun Elisabeth Langesser und ihre Tochter vor und drohte mit schrecklichen Maßnahmen gegen die Familie, wenn die Cordelia nicht die zweite Staatsbürgerschaft, die deutsche Staatsbürgerschaft, auch annehmen würde. Man warf eben der Mutter vor, dass sie ihre Tochter den deutschen Rassegesetzen zu entziehen versuchte und malte schreckliche Maßnahmen aus. Eben, man sagte Mutter und Tochter, die Mutter müsse auch
schwerste Verfolgung wegen Hochverrat erleben. Man würde der Familie die Lebensmittelkarten sperren. Man würde das Haus mit einem gelben Stern, dem Judenstern, kennzeichnen. Und Elisabeth Langesser knickt ein. Und die Tochter sieht das Elend ihrer Mutter, unterschreibt, dass sie die zweite deutsche Staatsbürgerschaft wieder annehmen werde. Daraufhin wird sie im März 1944 nach Theresienstadt exportiert und schließlich nach Auschwitz. Sie erhält in Auschwitz die Häftlingsnummer A3709, muss Zwangsarbeit leisten, zunächst in der Glühbirnenproduktion. Später arbeitet sie als Schreibkraft auch für den Menschenschlechter Josef Mengele, führt für ihn Listen, sortiert Namen, vervollständigt Karteikästen und überlebt die Auschwitz. 1945 wird Auschwitz befreit. Also sie ist schwer erkrankt an Lungentuberkulose und kommt auf einem weißen Bus nach Schweden. In Schweden lebt sie dann bis 1974. Sie heiratet 1948 einen Sportjournalisten namens Ragnar Edvardsson, dessen Namen sie behalten wird. Sie hat mit ihm einen Sohn Martin und eine Tochter Elisabeth. Der Sohn 48 geboren, die Tochter 1950. Und nun 1950 lässt sie sich von Edvardsson scheiden. Martin bleibt bei seinem Vater und die Tochter Elisabeth kommt in die Familie Hoffmann und wird von Wilhelm Hoffmann, also dem Stiefvater von Cordelia Edvardsson, adoptiert. Später bekam Cordelia Edvardsson noch drei Kinder, Daniel, Miriam und Simon, der Simon geboren 1964. Elisabeth Langesser erfährt erst ein Jahr nach 1945, also 1946, dass Cordelia überlebt hat. Und ein Jahr vor dem Tod der Mutter, also vor ihrem Tod 1949, treffen sich die beiden einmal kurz. Elisabeth Langesser wird nie begreifen können, was ihre Tochter wirklich erlebt hat und wird sich immer mit unvorstellbaren Äußerungen auch an die Tochter wenden und an die Öffentlichkeit wenden. Und wenn man darüber liest, ist man wirklich als Leserin fassungslos. Cordelia Edvardsson reist dann während des Yom Kippur-Krieges nach Israel und bleibt dort in Israel bis 2006 als Korrespondentin des Svenska Dagbladet. Informiert sie die schwedische Leserschaft über die Situation in Nahost. 2006 kehrt sie zurück nach Stockholm und bleibt dann in Stockholm. Sie verfasst mehrere Bücher, autobiografische Bücher wie eben Gebranntes Kind sucht das Feuer, Die Welt zusammenfügen und auch einen Gedichtband Jerusalems Lächeln. Für dieses Buch Gebranntes Kind sucht das Feuer erhält sie den Geschwister-Scholl-Preis und den Preis der Schwedischen Akademie. Über ihr Leben werden Dokumentationsfilme produziert. Es wird ein Stolperstein am Wohnhaus verlegt, wo die Familie Langesser-Hoffmann gelebt hat.
Der deutsche Botschafter verleiht Cordelia Edwardson am 22. September 2009 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Sie wird dann eben bekannt, auch in Deutschland. Und vor allem eben dieses Buch Gebranntes Kind sucht das Feuer schreckt die deutsche Leserschaft, die sehr an Elisabeth Langgässer hängt, auch in ihrem Namen einen Preis ausgesetzt hat, den eben Daniel Kehlmann dann auch 2022 bekommen hat, aus. Man ist fassungslos, wenn man dieses Buch liest. Und nach wie vor ist es ein wichtiges Buch, was man gelesen haben sollte. Es schildert eine ganz besondere Person und gerade auch heute in der heutigen Diskussion sollte man dieses Buch nochmal in die Hände nehmen und sich es genauer anschauen. Cordelia Edwardson hat eine Freundin gehabt, eine langjährige Freundin, Karin Lorenz Lindemann. Und ein Jahr nach ihrem Tod, 2013, hat Karin Lorenz Lindemann nochmal ein Memorial geschrieben auf Cordelia Edwardson und sie geschildert. Und aus dieser Schilderung möchte ich doch einiges vorlesen. Sie hatte einen doppelten Wohnsitz, Jerusalem, Stockholm, jetzt Zitat. Sie war sich dessen immer bewusst, dass das Wissen, das wir über den Menschen in der Katastrophe der Shoah gewannen, für das öffentliche Bewusstsein fruchtbar gemacht werden muss. Man muss sich einbringen, sonst stirbt man, sagte Cordelia Edwardson in einer Filmsequenz, die Svenska Dagbladet in ihrem Nachruf zitiert. Die Frage für Cordelia Edwardson war immer, wie spricht einer, der dem ewigen Trauma standhalten muss, der in Auschwitz zu einem Ding degradiert worden ist, wie kann der sich wieder Leben zusprechen? Wie wird er aus einem Objekt zu einem menschlichen Subjekt? Ihre Antwort auf diese Verfolgungserfahrung heißt Kreativität bis zuletzt. Zitat: Dies ist mein Aufruhr und meine Revolte. Auschwitz ist und bleibt der Grund in mir. Doch was aus dem von den Knochen und der Asche der Tote gedüngten Humus wächst, das bestimme ich. Zumindest bei Tag. Über die Albträume der Nächte, über die Grundschicht der Vergangenheit haben wir keine Macht. Und nun reist Cordelia Edwardson in Israel in Krisengebiete. Zitat: Zu den Brennpunkten politischer und militärischer Konflikte, um als Korrespondentin zu berichten. In palästinensischen Krankenhäusern und Flüchtlingscamps, wie bei ranghohen Politikern beider Konfliktparteien, konnte man sie finden. Sie schuf neben ihrer journalistischen Tätigkeit auch ein bedeutendes und umfangreiches und von vielen Preisen gekröntes literarisches Werk. Sie bekam den großen Journalistenpreis 1983 in Schweden, den Königlichen Preis der Svenska Akademien 2001. Vor allem eben ihr journalistischer Werk, das sie im Svenska Dagbladet veröffentlichte, wurden preisgekrönt. Aber auch ihre literarischen Bücher wurden ins Deutsche übertragen und fanden in Deutschland Resonanz. 1973, während des Yom Kippur-Krieges, ging eben Cordelia Edwardson nach Israel, um zu berichten. Und ihre Zugehörigkeit neu zu verstehen und sich als Jüdin zu bekennen.
1974 bis 2006 wohnte sie als schwedische Staatsbürgerin in Jerusalem und kehrte dann aus gesundheitlichen Gründen nach Stockholm zurück. Sie erfährt sich immer wieder als aufgerichteten Hiob und als ein Teil ihres Volkes, ein Glied im Bund des unauslöschlichen Siegels. So heißt auch ein Buch ihrer Mutter. Obwohl sie immer schwedische Staatsbürgerin blieb, war es ihr Anspruch, Zitat, zum jüdischen Volk zu gehören. Meine Identifikation mit diesem Volk und seiner Geschichte hat ihre Wurzel nicht in Judäa und Samaria, Westjordanland, sondern in Auschwitz. Sie tritt unbeirrbar für die Vernunft ein. Zitat: In Berufung auf einen Satz Sigmund Freuds schrieb sie: Die Stimme der Vernunft ist zwar leise, aber durchdringend. Möge sie nur durchdringen, ehe es für uns alle zu spät ist. Bis dahin gilt es, mit dem loyal zu bleiben, womit man loyal sein kann, mit dem Schmerz und der Qual auf beiden Seiten, der israelischen und der palästinensischen, und solidarisch in der Scham. Die kritische Solidarität mit Israel und das Leid der Palästinenser sind bei ihr gleichermaßen in den Blick genommen worden. Ich zitiere noch immer ihre Freundin. Edvardsson versucht immer neu nüchtern das Fuchseisen der Angst zu erkennen, in dem Juden und Araber miteinander festsitzen und begreifen. Zitat, Edvardsson: Die Käfer der Vergangenheit haben sich um sie geschlossen und sie werden in der Gegenwart von der Ge Vergangenheit zermahlen. Edvardsson ist der Überzeugung, dass man nicht seine eigene Freiheit, Zitat, als Volk und Nation fordern kann, gleichzeitig aber einem anderen Volk die nationale Identität verweigern kann. Und so dokumentierte sie das Leid und die Verzweiflung auf beiden Seiten. Wieder Zitat. Sie beschreibt aus erster Hand die erste und zweite Intifada, fährt zu den Menschen im israelischen Kernland und in die besetzten Gebiete, um von einzelnen Menschen ihre individuelle Sicht auf das politische Dilemma zu erfahren. Sie besucht Militärlager und Krankenhäuser, Flüchtlingslager und privat die Angehörigen beider Völker in den besetzten Gebieten. Immer wieder sucht sie die Brennpunkte der Konflikte. Sie porträtiert, wie unter einem Vergrößerungsglas, besonders in der letzten Kolumnensammlung, Einzelne und Familien auf israelischer und palästinensischer Seite, die ihre Lieben in diesem Konflikt verloren und um Angehörige trauern. Kritisch und hellhörig dokumentiert sie die Aporien israelischen und palästinensischen Lebens und die Trauer um die Gewaltopfer beider Seiten. Cordelia Edvardsson ist eine Meisterin des Zuhörens und illusionslosen Hinsehens gewesen. Man fragt sich, wie sie heute nach den Angriffen der Hamas auf israelische Bürger die Situation beschreiben würde, was sie sagen würde zu dem Krieg, den die israelische Regierung gegen die Bewohner des Gazastreifens verübt. Als Edvardsson nach Deutschland kommt auf einer Lesereise, erlebt sie dann auch immer wieder die antisemitischen Angriffe, denen sie ausgesetzt ist, massiv ausgesetzt ist. Und sie spürt immer noch das klebrige Spinnennetz, wie sie sagt. Denn, Zitat, ein ordentlicher Hausputz hat nie stattgefunden. Es ist die Vergangenheit, die im Jetzt wieder erlöst werden muss. Und ich finde ganz wesentlich, dass sie sagt, dass sie schildert eben auch, wie gesagt, das Unrecht, das an den Palästinensern begangen wurde. Und sie sagt, da seien eben nicht allein auch die Israelis daran schuld, Zitat, sondern
sondern von allen Staaten, die in den Jahren des großen Schlachtens mit den Nazis zusammengearbeitet haben und oder ihre Tore vor den Juden verschlossen haben, die aus den Klauen des Todes zu fliehen versuchten. Mit einer letzten kolonialen Geste sühnten sie auf eure Kosten ihre Schuld an uns Juden. Immer noch ihre Hoffnung auf eine gerechte Lösung dieses Konflikts, die sie bis zu ihrem Tod hatte. Wie gesagt, man fragt sich, wie sie heute die Situation beurteilen würde. Entschuldigung. Ich möchte nun auf dieses Buch zu sprechen kommen, was wirklich außergewöhnlich ist: Gebranntes Kind sucht das Feuer. In diesem Buch schildert sie nun ihre Kindheit und ihre Erlebnisse in Theresienstadt und Auschwitz und auch ihre Erlebnisse zu sehr zusammengefasst nach 1945. Und sie schildert, wie sie schon früh eben im Dritten Reich als Judengöre verunglimpft wird, wie sie 1939 unter einem Vorwand der Schule verwiesen wird, wie sie von ihrer Mutter getrennt wird, wie sie Unterschlupf suchen muss bei verschiedenen Bekannten, um die Familie nicht zu gefährden, wie sie schließlich Anfang 1944 in ein jüdisches Krankenhaus interniert wird und in der eigenen Familie schon als Gast und Fremdling wahrgenommen wird. Sie schildert ihre katholische Familie. Elisabeth Langgässer war eine vollblütige Katholikin, Wilhelm Hoffmann auch. Schon der Vater von Elisabeth Langgässer, der Jude war, ist vor der Heirat zum Katholizismus übergetreten, und Cordelia wächst nun in einem streng katholischen Elternhaus auf und mit einem Mystizismus und einem Schuld- und Erlösungsgedanken, der wirklich spektakulär ist. Und als sie nun nach Theresienstadt und Auschwitz kommt, begleitet sie diese katholische Tradition. Und die Liebe zur deutschsprachigen Dichtung. Einmal wird sie sagen, wo hast du denn Lesen und Schreiben gelernt und was hast du gelesen? Sie sagt, ich habe die Bücher meiner Mutter gelesen. Und sie fragt sich noch als 15-Jährige in Auschwitz, was sie dort verloren hat, denn sie sei ja ein kleines katholisches Mädchen. Das katholisch erzogene Kind war in einem Lebenskontext zu Hause, in dem Judesein kein besonderes Thema war. So heißt es in einer anderen biografischen Notiz über sie. Inmitten des totalen Ausgeliefertseins in Auschwitz ermöglichte Cordelia die Erinnerung an alte Lieder, an alte christliche Lieder oder Lieder, die im christlichen Kontext entstanden sind, die Verbindung zu ihrer Vergangenheit, zu einem kurzen Moment des Zugehörigseins zu ihrer Familie. Eben zum Beispiel, wenn sie sich an das Lied erinnert, der Mond ist aufgegangen. Im Lager wird ihr eben nun alles Lebensrecht abgesprochen. Sie wird zum Ding erklärt, was sie da schildert, ist wie alle Beschreibungen der Erlebnisse in den Kassetts der Nazis furchtbar. Und sie wird dann auch klagen: Mutter, Mutter, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, Mutter, Mutter, warum hast du mich verlassen? Noch so klagt sie Jahrzehnte später. Und es wird eigentlich deutlich, dass Elisabeth Langgässer nie richtig verstanden hat, was ihre Tochter erleben musste. Elisabeth Langgässer, die in eigenen Wirklichkeiten lebte. Und man muss schon sich auch ein wenig mit dieser Schriftstellerin befassen,
um ein wenig begreifen zu können, wie es dazu kommen konnte, dass Elisabeth Langgässer so die Situation, in der ihre Tochter steckte, nicht sehen konnte. Elisabeth Langgässer, geboren am 23. Februar 1899 in Alzey, gestorben am 25. Juli 1950 in Karlsruhe, vom Vater her Jüdin, war eine überzeugte Katholikin. Und ihre Texte sind christlich-mystisch angehaucht. Sie arbeitet schon sehr früh als Literatin. Sie hat einen Lehrerinnenseminar besucht. Sie ist Lehrerin gewesen. Sie gibt dann erste Gedichte heraus, 1924, ihren ersten Gedichtband, Der Wendekreis des Lammes, und wird ledige Mutter einer Tochter, der Tochter Cordelia, die sie mit dem Staatsrechtler Hermann Heller hatte, einem Juden, der verheiratet war und seine Familie nicht verlassen wollte. Sie arbeitete dann als freie Schriftstellerin. Cordelia wächst eben im Elternhaus mit der Großmutter und dem Onkel auf, dem Bruder von Elisabeth Langgässer. Elisabeth Langgässer wählt Adolf Hitler im März 1933, schreibt weiter und heiratet dann den Philosophen, den Redakteur Wilhelm Hoffmann, der 1935, der in diesem Jahr auch kommen ja die rassistischen Nürnberger Gesetze heraus, der bei seiner Frau bleibt, der zu ihr steht, seine Stellung verliert und eben in der Operation Todt arbeiten muss. Ein Jahr später wird Langgässer aus dem Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, muss dann in einer Munitionsfabrik arbeiten und schreibt heimlich an einem ihrer berühmtesten Bücher, Das unauslöschliche Siegel. Sie leidet dann an Multiple Sklerose und gibt ihre Tochter 1943 auf. Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Nach 1945 erlebt Elisabeth Langgässer einen großen Ruhm in dem Nachkriegsdeutschland. Sie war eine Verfolgte des Dritten Reichs. Sie war Jüdin. Sie war Katholikin, also Christin. Sie schrieb mystisch-christliche, katholische Romane und Gedichte. Und das machte sie natürlich interessant für die deutsche Öffentlichkeit nach 1945. Und erst viele Jahre nach ihrem Tod hat man dann erfahren, was mit ihrer Tochter geschah. Bei aller Kritik, die man an dieser Schriftstellerin ausgeübt hat, muss man be betonen alle, dass sie, was ihre literarische Kunst angeht, eine moderne Schriftstellerin war, die man nicht so einfach weglegen kann und nun einfach beiseite schieben kann. Was ihre politische Haltung angeht, das ist sehr, sehr fraglich und sehr fragwürdig. Sie schrieb zum Beispiel 1937 einen peinlichen Brief und bat um die Wiederaufnahme in die Reichsschrifttumskammer. Meinen künstlerischen Beruf kann ich auf die rein arische Linie meiner mütterlichen Vorfahren zurückführen. Sie beschwört in diesem Schreiben ihre unpolitische Haltung in den Weimarer Kollegen, in den Weimarer Jahren, diffamiert den jüdischen Kollegen Alfred Döblin, der sie einst gefördert hat, und weist ausdrücklich darauf hin, dass der Fischer Verlag, der dem jüdischen Verleger Samuel Fischer gehörte, ihre Manuskripte abgelehnt habe. Umsonst die selbstgewählte Demütigung, die Verleugnung ihres jüdischen Erbes,
Es blieb beim Veröffentlichungsverbot. Aber die verbotene Schriftstellerin schreibt in den Jahren des Dritten Reiches eben ihren bedeutendsten Roman, der dann ab 47 auf ein lebhaftes Echo stoßen wird, das unauslöschliche Siegel. Das sind die Wirklichkeiten der Elisabeth Langesser. Sie hat in Welten gelebt, mit ihrem Mann, auch Wilhelm Hoffmann, zusammen, die so fernab der Realität waren, die die Realität auch so verkannten, dass man nur den Kopf schütteln kann. Das schildert Cordelia Edwardson auch eben in ihrem Buch. Und schließlich schreibt sie nach 45 an ihre kranke Tochter, die nun in Schweden lebt, und bittet sie, Pakete zu schicken mit speziellem Tabak, Kosmetika, speziellen Schuhen oder Geschenken für die Familie nach Berlin. Und sie beschreibt noch 1946 die Leiden Cordelias in Auschwitz, Zitat, als eine Schule der Menschlichkeit, wie sie größer und erhabener überhaupt nicht gedacht werden kann. Also unvorstellbare Sätze sind das, die man da von ihr hört. Aber das Erstaunliche ist eben, dass Cordelia Edwardson selber immer sehr irritiert war, wenn man sie gefragt hat, auch in Deutschland, hast du denn deine Mutter? Und sie hat immer wieder gesagt, dass sie sie eben nicht hasse. Sie wiederholte immer, dass nicht ihre Mutter anzuklagen sei, sondern das politische System, die Umstände, die ihre Mutter in ein Dilemma gebracht haben, indem sie sich beide dann eben für einen schrecklichen Ausweg entschieden haben. 1950 bekam Elisabeth Langesser noch den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Wissenschaft und Dichtung zugedacht. Nach ihr ist ein Literaturpreis benannt, der seit 1988 alle 3 Jahre von der Stadt Alzey vergeben wird, und ein Gymnasium in Alzey hat ihren Namen angenommen. Langesser beschreibt in all ihren Werken den Kampf des Teufels gegen den guten Gott, gegen den guten Gott des Katholizismus. Mit der Aufklärung und Luthers Aufstand kommt sozusagen nochmal der Teufel in die Welt. Und das ist schon sehr special, wenn man das so liest. Das Frauenbild, das Elisabeth Langesser hatte, entstammte dem 19. Jahrhundert. Die Emanzipation war für sie der falsche Weg und der Mann für die Schriftstellerin immer noch der göttliche Inspirator. Und da lebte sie in einer Wirklichkeitsvorstellung, die jenseits unserer heutigen Vorstellungskraft ist und die uns einfach nur Kopfschütteln macht. Eine schwierige Mutter, eine schwierige Kindheit, ein furchtbares Schicksal für Cordelia in Theresienstadt und Auschwitz und auch für eben die Jahre danach, in denen jemand, der so schrecklich etwas Schreckliches erlebt hat, nie wieder in ein, was wir sagen würden, normales Leben zurückkehren kann und die einen außergewöhnlichen Kampfweg einschlägt, die einen Weg, die Kreativität, die Cordelia Edwardson am Leben erhält und die sie zu einer Kämpferin für Gerechtigkeit machen, im Einsatz für die Schwachen und Entrechteten in dieser Welt. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches, wie ich finde. Auch diese Kraft, die dann
auch immer wieder aus ihren Werken zu spüren ist. Ich lese Ihnen nun ein paar Seiten aus diesem Buch »Gebranntes Kind sucht das Feuer« vor. Und da eben die Situation, wie sie von der Gestapo verhört werden und das Kind sich entscheidet, freiwillig sozusagen die Familie aufzugeben. Die Mutter blickte unsicher zu ihrer Mutter, die Tochter blickte unsicher zu ihrer Mutter hinüber und begegnete einer weißen Maske, in der ein viel zu roter Mund wie eine Wunde leuchtete. Von der Mutter konnte sie sich in diesem Moment keine Unterstützung erwarten, verstand das Mädchen und bekam große Angst. Doch wie immer half ihr der eigene Trotz. Oh nein, so leicht sollte es nicht gehen. Nein, nicht wieder der Judenstern. Abtransport in den Osten klang auch nicht gut, aber mit dem Judenstern hatte sie schon Erfahrung. Sie beschloss, die Kesse Berlinerin zu spielen, eine Rolle, die sie schon früher mit Erfolg gestaltet hatte. Ich würde gern mit meiner Botschaft sprechen, teilte sie dem Beamten mit und fand, es klinge erwachsen und beeindruckend, und er hatte sie immerhin gesiezt. Es blitzte hinter der Brille und zuckte im Schnurrbart, als müsste er ein Lachen unterdrücken. Nur zu, kleines Fräulein, hier ist das Telefon. Er schob bereitwillig den Apparat zu ihr hinüber, und sie hatte bereits die Hand auf den Hörer gelegt, als er fortfuhr, und diesmal spuckte der Drache Feuer. Aber, und es klang wie ein Peitschenhieb, wenn Sie das nicht auf der Stelle unterzeichnen, dann müssen wir Ihre Mutter belangen. Er erklärte dem Mädchen, die Mutter habe die spanische Adoption des Mädchens arrangiert, um die deutschen Gesetze zu umgehen, und dies könne als schweres Verbrechen eingestuft werden, sowie Landesverrat, Hochverrat und irgendetwas Drittes, an das sie sich später nicht mehr erinnern konnte. Wenn das Mädchen jetzt unterzeichne, sei aber noch kein Schaden entstanden, dann könne man über den Fehltritt der Mutter hinwegsehen. Und, fügte er sicherheitshalber hinzu, Sie sind sicher auch darüber im Klaren, dass Ihre Mutter selbst Halbjüdin ist. Das Mädchen blickte erneut zur Mutter und begegnete dem Ausdruck in ihren schönen braunen Augen. Augen, die mit einer Intensität strahlen und das Mädchen verzaubern konnten, die jetzt aber bis zum Rande gefüllt waren mit einem stummen, hilflosen Schmerz. Niemand sagte etwas, nichts musste gesagt werden. Es gab keine Wahl, es hatte nie eine Wahl gegeben. Sie war Cordelia, die ihren Treueschwur hielt, sie war auch Proserpina. Sie war die Auserwählte und nie hatte sie dem Herzen ihrer Mutter näher gestanden. Die Worte blieben ihr im Hals stecken, doch schließlich brachte sie sie hervor. Ja, ich unterschreibe. Der Drache nun, satt und zufrieden, verwandelte sich wieder in einen nahezu freundlichen Beamten und teilte zum Abschied mit, und jetzt können Sie ins Zimmer gegenüber gehen und sich einen neuen Judenstern aushändigen lassen. Er kostet 50 Pfennige. Cordelia kommt in ein jüdisches Krankenhaus und schließlich wird sie abtransportiert nach Theresienstadt. Und da sieht sie dann ihre Mutter noch zum letzten Mal. Diese Textstelle will ich Ihnen lesen. Ob sich so die Heiligen und Märtyrer gefühlt hatten, als sie singend den Scheiterhaufen bestiegen? Und was hatten sie mit ihrer bebenden Furcht, ihrer quälenden Angst, ihrer Einsamkeit und ihren hilflosen Tränen gemacht? Vermutlich dasselbe wie das Mädchen. Sie hatten das geschluckt, was geschluckt werden musste, um dem Sinnlosen einen Sinn zu geben. Sie hatten gelernt, die Unterwerfung in eine Tat umzuwandeln, sich nicht ergeben und widerstandslos in ihr Schicksal zu fügen, sondern es anzunehmen, es sich anzueignen. Es sollte nicht heißen, weinend wurde sie den Armen ihrer Mutter entrissen und nach Theresienstadt gebracht. Nein, stattdessen sollte man einmal sagen können, dies war Cordelia Maria Saras Schicksal und sie hatte die Kraft, es zu tragen, allein. Ja, so wollte das Mädchen es wohl haben.
hatte die Mutter das gesehen, als sie in einem Brief an eine Freundin über den Abschied von der Tochter berichtete? Ja, diesen Teil hatte sie gesehen, denn die Tochter sah, was sie sehen konnte und wollte. Die Furcht, der Angstschweiß und die einsamen, unterdrückten Tränen. Meine Mutter, warum hast du mich verlassen? Die ihre Tochter das ganze Leben lang begleiten würden, suchten die Mutter nur in ihren schutzlosen nächtlichen Albträumen heim. In dem Brief schrieb sie: Wir fanden sie vollkommen gefasst, ja sogar fröhlich und zuversichtlich, denn erstens war es ja wirklich nur Theresienstadt und nicht etwa Polen, und zweitens gingen sie als Säuglingsschwester und begleitendes Sanitätspersonal mit dem Zug, hatte zwei Kinder und einen Säugling zu betreuen und war bereits in Tracht und Häubchen, was sie, glaube ich, mit großem Stolz erfüllte. Noch eine letzte Textstelle aus einem Brief Elisabeth Langgässers an die Tochter. Die Mutter schrieb einen Brief an ihre Tochter in Schweden. Sie arbeite an einem neuen Roman, schrieb sie. Darin komme eine junge Frau vor, die in Auschwitz gewesen sei, eine Überlebende. Es sei wichtig, dass die Details in der Erinnerung der jungen Frau stimmten, denn das sei sie, die Mutter in der Lage, denn dann sei sie, die Mutter in der Lage, sie nachzudichten. Ob die Tochter ihr schreiben und von ihrem Alltag in Auschwitz erzählen könne? Die Tochter antwortete, berichtete, so gut sie konnte. Als sie den Roman der Mutter später las, erkannte sie ihre Erinnerungen nicht wieder. Es war zu viel und doch zu wenig. Es wurde vom Feuer gesprochen, aber über die Asche geschwiegen. Wie sollte es auch anders sein? Es war von einer Lebenden geschrieben worden. Cordelia Edwardson, gebranntes Kind, sucht das Feuer. Lesen Sie ein wichtiges Buch, gerade auch in der heutigen Zeit.